Ja, hallo, Jürgen Linse von Aircooled Engines. Heute mal ein ganz anderes Thema. Wir wollen heute mal über ein Problem reden, was sehr häufig bei den Käfern auftritt, die ich hier hinten in der Redshirt habe, und zwar ausgeschlagene Schaltstangenführung. Viele Käferfahrer, die merken das schon gar nicht mehr, weil sie so dran gewöhnt sind, dass diese Schaltung so schlabberig ist, dass sie denken, es müsste so sein. Es ist aber nicht so. So eine Schaltung von so einem Käfer, die kann auch richtig schön knackig sein, wenn die Buchsen von der Schaltstange noch in Ordnung sind. Und zwar gibt es bei den Käfern im Rahmentunnel von eurem Schalthebel nach hinten zum Getriebe eine Stange. Und die ist zweimal gelagert. Einmal gibt es da so eine Lagerung, die sitzt hinten unter der Rückbank. Und wenn man sich das Teil sitzt in eurem Rahmentunnel praktisch drin. Und es gibt eine Buchse, eine Führungsbuchse, die sitzt hier um die Schaltstange drumherum, die hier praktisch durchläuft. Okay, und wie gesagt, das ist so eine alte kaputte Buchse, und wenn die ausgeschlagen ist, dann sitzt diese Schaltstange eben halt ganz locker in der Führung. Oft hat man auch noch so ein vibrierendes Geräusch, wenn man die Hand dann drauf legt, ist das weg auf den Schaltknüppel. Und dann könnt ihr sicher sein, dass diese Buchse, die hier vorne sitzt, defekt ist. Jetzt ist das eine richtig scheiß Arbeit, diese Buchse zu wechseln. Die hintere, diese, das geht relativ leicht. Rückbank raus, da sitzt ein Deckel, ich zeige euch das auch gleich noch. Da seht ihr das Ding schon, das kann man sehr schnell ausbauen, das dauert keine Viertelstunde. Um diese Buchse rauszunehmen, da sitzt auch noch ein Sprengring drauf, muss man die ganze Schaltstange aus dem Auto ausbauen. Das heißt, man muss das Auto aufbocken, am besten mit einer Hebebühne, und die ganze Schaltstange nach vorne aus. Bei der Vorderachse sitzt auch für den Rahmentunnel noch so ein Blinddeckel. Den Blinddeckel abnehmen und die ganze Schaltstange aus dem Auto ausbauen, die neue Buchse drauf, alles wieder reinfummeln, und da gibt es eine bessere Lösung, und die wollte ich euch einfach heute mal erklären. Los. So, und das ist das Teil, was ich meine. Das ist eine zweiteilige Schaltstangenführung. Ja, die wird nachher eingesetzt, und man braucht die Schaltstange nicht zu entfernen. Die wird nämlich, wenn man den Schalthebel abbaut, auf die Schaltstange gesetzt, nach hinten geschoben, einmal umgedreht. Dann kommt die andere Seite drauf und fertig. Und dann wird das mit so einer Stiftschraube von oben hier durch ein bisschen gesichert. Ich zeige euch das jetzt mal im laufenden Betrieb. Es ist ein bisschen wackelig, weil ihr habt eure Schaltstange hier sitzen. Schalthebel muss entfernt werden. Wir zeigen das auch gleich noch am Auto. Dann nehme ich einfach diese Buchse, schiebe die praktisch nach hinten. Muss man so ein bisschen Gynäkologenfinger haben. So. Die kleine Schraube, die hilft euch jetzt dabei, das Teil nach unten zu drehen. Fertig. Die Schraube kann auch sitzen bleiben. Die hat keine Funktion. Das ist einfach nur. So, jetzt nehme ich das obere Teil. Das hat keine Rastnase. Ups. Schiebe das einfach da drauf. Fertig. Und jetzt wird das Oberteil, damit das nicht wieder rausrutscht, wenn ihr schaltet, weil die Schaltstange bewegt sich ja, wird mit dem Stehbolzen oder Gewindestift einfach zentriert. Wichtig ist, dass ihr das jetzt nicht anballert. Sobald ihr merkt, ihr habt einen Widerstand, kann man das so lassen. Und dann habt ihr eine schön laufende Schaltstange wieder. Die klappert nicht. Und wenn der Schalthebel nachher montiert wird, sieht das ja so aus. Den nehmt ihr anhand der Schraube, mit der die normalerweise fixiert wird, einfach eine Mutter. Das ist alles im Set dabei, und schraubt das Ganze wieder zusammen. Und jetzt gehen wir gleich mal zu einem Auto rüber und zeigen das mal live. So, jetzt zeige ich euch mal eben, wo diese Schaltstangenführung sitzt. Und zwar normalerweise Sitzbank raus, ist hier ein Deckel, der ist mit einer Schraube gesichert. Das habe ich schon mal vorbereitet. Die Schraube ist schon raus. Da sitzt das Teil.
Und wenn ihr jetzt den Schalthebel mal ein bisschen vor und zurück bewegt, dann sollte sich in dieser Buchse selber nichts bewegen. Also da darf kein Spiel sein. Wenn da Spiel drin ist, dann muss diese Buchse ausgetauscht werden. Die sind auch relativ preiswert, gibt es in jedem besseren Online-Shop. Gibt es schlechte und gute Qualitäten, achtet ein bisschen darauf, dass er nicht das Billigste nimmt, dann halten die wieder ewig. So, hier seht ihr die Schaltstange, die von vorne vom Auto kommt und hinten ans Getriebe geht. Hier ist praktisch schon die Schaltstange vom Getriebe und das wird hier über diese Muffe verbunden. Die muss man einfach lösen, und zwar diese Vierkantschraube, die da sitzt. Wenn es bei euch noch eine Vierkantschraube ist, manchmal hat man da auch schon Ersatz gemacht, dann ist es ein ganz normaler Achtkant oder ein Schlitz. Und normalerweise ist die auch mit einem Draht, der durch den Kopf geführt ist, gesichert. Und den muss man halt durchknipsen. Der ist hier sogar schon durch. Und dann kann man die Schraube lösen. 8 mm Schlüssel. Und kann man die rausnehmen. Die sollte nicht verloren gehen, weil das ist eine Schraube, die vorne spitz zugeschnitten ist, und die muss nachher hier unten in die Getriebeführung, in die Getriebewelle rein einfassen, damit das nachher alles von den Maßen her wieder passt. Wenn das passiert ist, dann könnt ihr die Schaltstange einmal um 180 Grad drehen. So, jetzt ist sie runter. Jetzt 180 Grad drehen und einfach nach unten fallen lassen. Und die schiebe ich jetzt nach vorn. So, jetzt habe ich schon mal den Teppich hier rausgebaut aus dem Auto, den Schaltsack ein bisschen hochgeschoben. Das kann bei euch, das meiste so ein Plastiksack, das ist auch hier irgendwas selbstgebautes. Und jetzt müsst ihr die beiden Schrauben lösen. Und man merkt hier schon, hier ist alles schlabber. Also die vordere Schaltstangenbuchse ist in jedem Fall auch durch. Und wir bauen jetzt die Schrauben eben kurz aus. Zeige ich euch, worauf man da zu achten hat. Der erste ist schon weg. Der zweite ist auch weg. So, jetzt nehmt ihr den Schaltpin einfach nach oben raus. Und ihr seht hier unten eine Kugel. Und hier seht ihr die Pfanne. Kannst du das da von oben mal rein so? Genau. Und da seht ihr die Pfanne, wo die Kugel drin sitzt. Und das hier, diese Platte, die hat eine Einbaurichtung. Genau wie der Schaltpin auch. Bei dem Original-Käfer-Schaltpin seht ihr das, die hat hier ein Langloch. Mit so ein bisschen spitzen Pfeil nach vorne. Das heißt auch, das ist vorne. Wenn das nicht da ist, weil ihr einen Zubehör-Schaltpin habt, dann markiert euch das einfach. Der sollte genauso rein, wie er wieder ausgebohrt worden ist. Also nicht verdrehen oder irgendwie 180 Grad wieder einbauen, sondern genauso. Und bei der Grundplatte ist es genau das Gleiche. Diese Grundplatte ist dafür zuständig, dass ihr den Rückwärtsgang nicht während der Fahrt einlegen könnt, sondern dass ihr den Schaltpin runterdrückt und dann nach hinten links zieht im Stand. Das ist also die Sperre hier für den Rückwärtsgang. Und diese Platte muss auch wieder so eingebaut werden, wie sie jetzt am Anfang gesessen hat, und nachher nicht verkehrt rum. Ja, das wäre blöd. Die muss also so wieder eingebaut werden. Ihr seht ja jetzt auf dem Video die lange Hälfte eben halt nach rechts in Fahrtrichtung und das kurze Stückchen nach links. Kann man sich auch gleich so weglegen. So, und jetzt habt ihr praktisch die Schaltstange hier vor euch liegen und die hinten hinter, da bauen wir jetzt gleich die Buchse aus. So, und damit man an die Buchse da ein bisschen vernünftig rankommt, dreht man den Schalt, diese Pfeife, dieses Ding einfach aus dem Wege. Wenn ihr es jetzt von vorne nicht gedreht kriegt, dann gehe ich jetzt auch nach hinten wieder und packe mir die Schaltstange hinten. Brauchst du jetzt nicht filmen? Mhm. Ich zeige nur, ich gucke genau da vorne rein. Was vorne passiert. So. Fertig. Schiebe ich die einfach aus dem Weg, dass ich mehr Platz habe, um hinten an die Buchse zu kommen. So, und hier sieht man schon, ich habe jetzt die Schaltstange etwas nach vorne geschoben,
Und hier sieht man schon, wenn ich das wenn ich leuchte. Hier ist die, ja doch, genau doch, so. Doch, ja. Da sieht man schon die defekte Schaltstangenbuchse. Und die muss man jetzt ein bisschen rausfummeln. Am besten mit einer Spitzzange. Mhm. Ich versuche das mal eben, ob ich es hinkriege. Bei dir ist manchmal fummelig, da muss man die zerstören. Ach, die habe ich schon hier vorne. Dann habe ich das Stück schon. Die ist normalerweise viel länger. Der Rest von der Schaltstangenbuchse sitzt hinten jetzt auf dem Rohr drauf, kann da auch sitzen bleiben. Das stört uns nicht und das stört auch nachher die Mechanik nicht. Die kriegt man da nicht rausgefummelt. So, jetzt fangen wir einfach an, unsere neue zweiteilige Schaltstangenbuchse einzubauen. Und jetzt wird praktisch die Hülse mit der Kerbe, mit der Rastnase hier. Ich zeige es nochmal deutlich. Sieht man das hier? Der hat eine Rastnase und der hat keine. Ja, die mit der Rastnase, die wird jetzt oben drauf gesetzt auf die Schaltstange. Die Schraube hier, die hier drin ist, hat überhaupt gar keine Funktion. Die soll euch einfach nur helfen, das Ding besser bewegen zu können. Und die wird jetzt nach hinten in diese Halterung reingeschoben. Und die muss einrasten. So, jetzt haben wir das erste Teil der Schaltstangenführung aufgelegt, nach hinten geschoben. Und ihr müsst jetzt ein bisschen darauf achten, dass diese Nase auch eingerastet ist. Da müsste ich jetzt selber mal gucken, ob ich es schon hinter mir habe. Jo. Die sitzt schon drin. Jetzt mit dem Finger. Die Buchse nach unten drehen. Kann sich da auch einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. So, das müsste es gewesen sein. So, und jetzt nehme ich die andere Buchse ohne Nase und setze sie oben drauf. Fertig. Und wenn das ganze Ding alles ordentlich sitzt, dann wird das mit dem Gewindestift, der im Set dabei ist, gesichert. So, jetzt den Gewindestift nehmen. Gucke ich nochmal, dass der auch richtig in diesem kleinen Löchlein sitzt. Genau. Fertig. Am Ende setze ich meine Platte wieder drauf. Und jetzt drehe ich den Pfeifenkopf wieder nach oben. Wie gesagt, dran denken, der Schalthebel hat eine Einbaurichtung, Langloch, könnt ihr euch erinnern, hatte ich ja schon eingangs erklärt. Und baue diesen ganzen Krempel wieder zusammen, das ist kein Hexenwerk, wenn man das Loch trifft. Ne? So, Scheibe drauf. Federring drauf, Mutter drauf. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man die Mutter drauf dreht, den Gewindestift nicht mitdreht, was hier gerade passiert. Dadurch würde ich nämlich die Buchse quetschen und dann geht der Schalthebel zu schwer. Deswegen hat nämlich der
Stift oben in den Sechskant, dann kann man den festhalten. Ist ja logisch, wenn ich diesen Stift jetzt noch reindrehen würde, noch tiefer, dann würde er die Buchse nicht mehr fixieren, sondern quetschen. Und dann ginge der ganze Schalthebel natürlich sehr schwer. So, das war's vorne. Hinten baue ich jetzt auch wieder alles zusammen. Und dann schauen wir mal uns das Ganze an, wie sich das bewegen lässt. So, hinten habe ich jetzt auch wieder alles zusammengebaut. Wichtig ist, diese Schraube, nochmal anders gesagt. Diese Buchse braucht ihr natürlich nur neu machen, wenn das Spiel drin ist. Wenn ihr seht, der ganze Schalthebel bewegt sich in den Gummis. Das tut er hier nicht. So muss das, sitzt das gut, aber wenn sich hier alles wackelt, die Stange anders wackelt wie der hier, dann habt ihr das Spiel drin, müsst ihr das Ding neu machen. So kann man das jetzt lassen. Wenn ihr die Schaltstangenbuchse wechselt, also die vordere Schaltstangenbuchse wechselt, dieses neu lasst, dann müsst ihr nur diese Schraube losnehmen. Diese Vierkantschraube. Und die ist normalerweise mit einem Draht gesichert. Und die sollte nach dem Zusammenbauen auch wieder mit dem Draht gesichert werden. Der Sicherungsdraht liegt auch im Schaltstangenbuchsenset dabei. So, ich ziehe die einmal drumherum, rödel mir das einmal ein bisschen zusammen, kneife das passend ab, baue den Deckel wieder drauf, Rücksitzbank ein und fertig. Und jetzt haben wir eine schöne, knackige Schaltung, wie neu damals aus dem Werk. So, erster Gang, zweiter Gang, dritte, vierte und der Rückwärtsgang. Alles lässt sich wunderbar knackig einlegen, wie man das von einem neuen Auto gewohnt ist. Abschließend zu der ganzen Geschichte mit der Schaltstangenbuchse noch mal ein kleiner Tipp. Es passiert immer wieder mir auch, dass beim Fummeln diese Buchse in den Rahmentunnel reinfällt. Ja. Die kriegt man natürlich da ganz schwer wieder raus, deswegen auch diese Schraube, die ist magnetisch. Ja, also ihr könnt das mit dem Magnetstab dann aus dem Rahmentunnel wieder rausfummeln. Wenn ihr keinen Magnetstab habt, geht es auch sehr gut mit einer Fugenbürste vom Staubsauger, kann man die einfach aus dem Rahmentunnel wieder raussaugen und ihr baut die wieder drauf und dann klappt es vielleicht auch, ohne dass sie runterfällt. Das war's schon. Viel Spaß beim Basteln.